Herzlich willkommen zurück zu meinem Skyrim Let's Play mit unserem Ork Ugluk, der hier in der Wildnis übernachten musste wegen mir. Darum wandern wir auch mal geschwind weiter jetzt. Beziehungsweise ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt vorhatten. Wir hatten ein tolles Buch gefunden im letzten Part. Hier habe ich noch eine Quest, aber hier drüben haben wir halt auch noch. Bringe den Knauf von Meruns Klinge in deinem Besitz. Ich denke mal, das sollten wir so langsam in Angriff nehmen, hier an der Totenkrähenfeste. Würde ich vorschlagen, wir gucken mal, dass wir da hinkommen, ohne großartig Zeit zu verlieren. Da unten steht auch schon unser Atax, das freut mich. Hallo. Hallo. Na, hallo. Bist du mich vermisst, du Süßer, du? Guckst du traurig oder sieht das nur so komisch aus? Ne, du guckst nicht traurig, ne? Guckst du, oh, du kriegst gleich eine Möhre von mir. Oh, ja, du bist schon ein Süßer, du. Oh, 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 oh. So. Tja, das heißt, wir müssen irgendwo da hoch. Dann Atax, beweg dich mal hier so ein wenig. Wir wollen da jetzt hin. Wir müssen jetzt den nächsten Weg irgendwie rechts ab. Ich hoffe, das finde ich. Oh, wer bist du? Hallo, du süßer Fuchs. Nicht in die Quere laufen. Nein, nein, nicht. Sonst sterben wir alle. Naja, eigentlich nur du. Und noch ein Steinbock. Lauf mir nicht in die Quere. Sonst reite ich dich aus Versehen um. Das wollen wir ja nicht. Oh nein, da ist ein Bär. Ich treffe den nicht, kann das sein? Ah, weil ich drüber schieße. Ah, das ist doch irgendwie... Das läuft doch irgendwie gerade nicht so, wie ich das will hier. Hör auf! Hör auf damit! Atax, sprinte gefälligst. Jetzt sprinte doch mal. Warum sprintest du denn nicht? Wie geht denn das? Ach, so geht's. So, wir sprinten hier über die Brücke, dann drehen wir um und dann machen wir ihn fertig. Den wilden Kampfbär. Achtung, Achtung, Achtung. Jetzt Wendemanöver. Und. So. Jetzt ein fetter Schlag. Jetzt aber weg. Au, 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 au. Das tat dem Atax nicht weh. Der hat nämlich eine ganz tolle Rüstung. So eine richtig gute. Ne? Die Tierschützer müssen jetzt hier nicht aufschrecken. Ich habe mein Pferd geschützt. Und ich kämpfe auch um sein Leben. Ah. Was ist denn jetzt hier los? Warum läufst du denn so komisch? Oh mein Gott. Manchmal ist es komisch. Und jetzt aber. Ah, shit, falsche Seite. Dann rennen wir nochmal da runter. So. Ist schon ein bisschen schwierig hier, der berittene Kampf. Und zack, und zack, und. Ah. Er wollte es ja nicht anders. Mann, 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 Mann. Wollen wir ihn looten? Das bisschen Bärenfell? Nee, oder? Komm. Wir müssen weiter. Gucken wir mal schnell auf die Karte. Jetzt muss es doch gleich hier irgendwo abgehen, oder? Aber man sieht aber auch nichts wegen den Wolken. Das ist so schlimm. Wir gehen aber noch mal ein Stückchen weiter. Hallo? So. Ach, Rechtsklick ist dann auf der anderen Seite schlagen. Ah. Ah. Ich verstehe. Was ist das da hinten jetzt für einer? Und warum geht's hier nicht weiter? Ist das auch so ein Abgeschworener? Nee, oder? Soll das hier der Weg? Seid gegrüßt, Kind von Malakat. Als euer Volk begrüßen wir euch in unserer Festung. Orks. Das verstehe ich nicht. Welcher Ort ist das hier? Dies ist unsere Festung. Hier können wir leben, wie Malakat es wünscht. Weit weg von den neugierigen Augen der Nord. Ihr müsst sehr lange von eurem Volk getrennt gewesen sein, wenn ihr das vergessen habt. Sprecht mit dem Häuptling und der weisen Frau und erinnert euch. Oh, Orks. Ja, ich würde gern eintreten. Wenn ihr mich lasst.
warte erst mal kurz hier, ne? Bin gleich wieder da. Ich muss erst mal abchecken, ob die wirklich in Ordnung sind, ne? Die geben sich zwar als Ork-Brüder aus, aber man muss ja erst mal gucken, wie die so wirklich drauf sind, ne? So, dann lasst mich doch bitte. Oder weißt du was, Adax? Komm doch mit. Komm mit. Da bin ich ja mal gespannt. Eine kleine Ork-Stadt. So, komm rein. Komm rein. Na, komm rein. Na, komm. Jawohl. Oh, du bist ein Guter. Das hast du so gut gemacht. Oh. Du bist ein wahrer Türendurchschreiter, Artax. Du hast das echt drauf. So. Kannst dich ein bisschen mit der Ziege hier, mit dem Steinbock unterhalten. Und jetzt mache ich die Tür auf. So. Jetzt könnt ihr ein bisschen spielen. Ne? Ja, was machen wir? Wir gehen mal hier dem Typen hinterher, der mich angequatscht hat. Oh, schön. Hier so halbe Häuser. So leben die Orks? In halben Häusern? Ich weiß ja nicht. Wollen wir in halben Häusern leben? Auf jeden Fall kann man hier weit schauen. Oh, ist aber schon eine schöne Festung hier. Hm. Ja, das sind wahrscheinlich alles nur Handlanger, oder? Wir gehen hier direkt mal rein ins Gebäude. Oder? Wer seid ihr? Häuptling Burguk. In dieser Festung wird die Stärke geachtet. Und nur sie allein. Ihr sprecht mit Burguk, dem Häuptling von Tushnik Jarl. Du bist also der Häuptling? Ja. Ich verdiente mir diese Stellung, als ich meinen Vater im Duell tötete. Eines Tages werde ich einen Sohn haben, der mich herausfordert, wenn ich zu alt zum Anführen bin. Dann hat die Festung einen neuen Häuptling. Doch bis dahin habe ich allein das Recht, Frauen und Kinder zu haben. Dadurch bleiben wir stark. Mhm. Und wie stellt ihr das hier alles auf die Beine jetzt so? Der Kodex des Malakat ist in den Festungen sowohl Tradition als auch Gesetz. Verletzt ihn und ihr müsst den Blutzoll bezahlen. Der Kodex ist nirgendwo niedergeschrieben. Er wohnt in jedem Ork. Und alle, die in den Festungen leben, befolgen ihn. Die Regeln sind für Fremdlinge denkbar einfach. Besteht oder greift jemanden in der Festung an und ihr bezahlt den Preis. In Gold oder in Blut. Oh, das kennen wir ja irgendwie. Gibt es noch mehr Festungen da draußen? Es gibt einige große Festungen, die erwähnenswert sind. Tushnik Jarl, Mor Kaskur, Nasulbur und Lagerspur. Oh, Karte aktualisiert. Wir haben sie auf die Karte bekommen. Ja, gibt's hier was zu tun? Wie wär's mit einem kleinen Test? Eure Muskeln gegen meine. Der Verlierer schuldet dem Sieger 100 Goldstücke. Prügelei. 100 Goldstücke. Ja, ist es nicht beschämend, wenn jetzt der Häuptling verliert? Ich probiere das mal. Nicht, dass ich verliere. Aber der wird mich ja nicht töten, oder? Okay, abgemacht, mein Junge. Komm her. Das wird eine gute Übung. Dann mal los. Los. Ihr gehört mir. Das wird wunderbar. Schnappt sie euch. Tötet sie. Ach, komm her. Komm her. Ha, ich führe. Ich führe. Bam. Bam. Du bist aber schwach, guck doch mal. Aua, hör auf. Au, 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 hör auf, hör auf. Aua. Hilfe, der will mich hauen, helft mir. Schau zurück. Du warst es aber nicht, du. Geh weg. Nicht, dass ich dich noch aus Versehen boxe hier. Okay, okay, Blutrausch. Das versteht ihr alle. Ach, guck mal, wie sie gucken. Ja, jetzt bin ich der Chef. Ah, der weicht schon zurück. Habt schon Respekt, ne? Ihr wisst schon, was abgeht. Ihr habt mich geschlagen. Einen Ork-Häuptling. Erstaunlich. Tja, da habe ich mir die Münzen wohl verdient. Das habt ihr hier. Das war's jetzt, oder? So eine Nebenquest mit 100 Gold. Wir ehren die tapfersten Krieger. Aber ich habe auf meinen Reisen auch andere Arten der Tapferkeit gesehen.
Kann ich mal in dein Lagerhaus vielleicht rein? Möge euer nächster Kampf siegreich sein, mein Freund. Ihr werdet zwar nie so gut sein wie ich, aber vielleicht kann ich euch trotzdem etwas beibringen. Ja, zeig mal her. Komm, das machen wir doch. Ist zwar teuer, aber wir haben die Kohle, oder? So, war zwar ganz schön teuer, aber ich glaube, das ist nicht verkehrt. Haben wir sogar noch ein Level up. Sehr schön. Ja, mehr gibt's jetzt hier nicht. Bis zum nächsten Mal. So, nochmal gucken hier. Neue Stufe. Wo ist meine Maus? Jetzt war schon 3 Punkte, wo ich gar nicht weiß, wohin damit. Auf jeden Fall nehmen wir mal wieder Gesundheit mit. So. Ich habe echt jetzt kaum eine Idee, in welche Richtung wir gehen wollen. Aber hier geht's, glaube ich, weiter. Stehlerne Fäuste. Felsen der Brandung. Wenn du ausschließlich schwere Rüstung trägst. Hat mich schon mal was zurückgestoßen. Bisher nur diese komischen Draugenfürsten, ne? Blocken. Die Zeit verlangsamt sich, wenn du während eines mächtigen Angriffs blockst. Ach, ich weiß nicht, wie ich skillen soll. Ich habe mich damit schon wieder gar nicht beschäftigt. Ich glaube, ich heb mal alles auf, bis es zu unserem... Ah, guck mal da, wer da fliegt. Bis es zu unserem Schmiedekunst-Part kommt. 4 Talente haben wir jetzt schon. Seit 4 Leveln keinen Talentpunkt mehr verteilt. Aber wir müssen mal wieder schmieden. Ich heb die mir nochmal auf. Und vielleicht finde ich noch den blöden Schlüssel für die Lagerhalle. Da würde ich schon gern rein. Ich will es mir jetzt auch nicht verscherzen mit den Jungs. Die Mine werde ich auch mal betreten. Dann sollten wir nämlich auf der Karte sehen. Ah doch, stand glaube ich sogar schon da. Da, in Klammern. Orichalcum. Sonst wird da drin nichts sein, oder? Das ist nur eine Mine. Gehe ich jetzt nicht rein. Wir haben ja eigentlich was anderes vor. Wir wollten ja eigentlich da ganz nach Südwesten. Und ich glaube, ich mache mich jetzt auch auf dem Weg, da weiterhin zu gelangen. Ich habe den Schlüssel nicht, oder? Nee, siehst du? Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Du siehst ja cool aus hier mit deinem Bärenhelm. Den würde ich ja auch mal nehmen, ne? Hallo. Orkgifte sind gefürchtet. Wir waren schon lange vor den Nord den Himmelsrand. Unsere Lebensart ist einfach. Alle arbeiten, um den Stamm stark zu machen. Nur die Tapfersten dürfen anführen und auch heiraten. Ein großer Häuptling kann viele Frauen haben und tapfere Kinder großziehen. Weise Frauen wie ich sind Mütter von Häuptlingen. Wir leiten den Stamm an und beraten ihn, wie er dem Willen Malakats folgen kann. Wer ist Malakat? Er ist unser Herr und Schöpfer. Der dädrische Fürst des gegebenen Schwurs und des blutigen Eids. Mauloch lehrt uns, alle Worte mit Taten zu ehren. Blut von seinen Feinden und Stärke von seinen Verbündeten zu fordern. Er behütet alle Orks wie seine Kinder. Diese Tatsache vergessen jene, die die Festung verlassen, nur allzu schnell. Ja, ich hab's leider ein wenig vergessen, aber ich werd's mir merken. Mhm. Was ist hier los? Das sind Kaiserliche. Was geht hier ab? Ey, pst, was machen die hier? Ich helfe meiner Mutter Arob mit der Jagd. Wir versorgen die Festung mit viel Fleisch und Tierfällen. Bruder Umurn ist ein starker Krieger. Ich freue mich schon darauf, eines Tages mit ihm um die Häuptlingsehre zu kämpfen. Jetzt ist offen. Juhu, jetzt kann ich da rein. Warum sind denn da jetzt Kaiserliche langgelaufen? Sind die blöd? Akzeptieren die das hier einfach so? Machen die sogar gemeinsame Sache mit denen? Man weiß es nicht.
Jetzt in den Keller, da darf ich wieder nicht. Nein. Oh, ich geht's aber gut. Das freut mich. Oh, hier. Ich bin mein Weibchen werden? Lieblingsfrau. Nee. Er weiß, dass meine Schönheit es verdient, verehrt zu werden. Haben Arob wir hier ein Garo potenzielles Weibchen? Eifersucht auf mich. Sie wissen nicht, wie sie ihren Häuptling zufriedenstellen können. Umurn und Nagrub werden neben dem Sohn, den ich meinem Häuptling eines Tages gebären werde, als Schwäche. Dieser Festung wird die Stärke geachtet. Und nur sie allein. Aber gefällt mir gut, das Design hier. Hier könnte ich leben, Jungs. Wollt ihr mir hier vielleicht einen Schlafplatz anbieten? Aber wenn es geht, ne, hier hinten dann. Ich habe keine Lust, da in so einer Gemeinschaftskammer zu liegen. Ein Trankmischerbeutel. Hm. Verlorene Legenden. Oh, die darf ich mitnehmen, ohne klauen. Super. Unsterbliches Blut. Die wahre Natur der Orks. Das können wir vielleicht mal mitnehmen, oder? Ich weiß nicht, ob ich es habe. Ich nehme es mal mit. Die Stadt der Steine. Das könnte wieder Markart sein. Okay. Oh, hier die Kiste. Da darf ich sogar reingucken. Ach komm, wir beklauen jetzt unsere Artgenossen nicht noch weiter, oder? Ich verplemper hier schon wieder viel zu viel Zeit. Wir wollten ja eigentlich diese Klinge holen und das machen wir jetzt auch. Oh, ein bisschen Frame-Probleme hier. So, die Kaiserlichen sind jetzt schon wieder fort. Und ich sehe hier einfach nicht, wo der Weg ist. Vielleicht muss ich doch hinter der Ork-Festung nochmal raus und dann rechts. Jetzt nur aufpassen, dass wir hier keinen kaputt reiten. Hier hoch dann vielleicht, oder? Nee, das. Jetzt habe ich es gerade gesehen. Das muss. Hier geht der Weg ab. Boah, das ist aber echt komisch hier. So, hoffentlich ist jetzt keiner am Weg. Ich renne hier einfach durch. Wow, da ist einer. So. Ja, dann gehen wir jetzt auch noch mal hier lang. Das muss ja dann der Weg sein. Kannst du mir jetzt nicht anders erklären. Folgen dem Trampelpfad hier einfach mal. Auch wenn das irgendwie gar nicht nach Weg aussieht. Oh nein. Ah, da hinten läuft er. Naja, zumindest stimmt die Himmelsrichtung. Das wird schon irgendwie gut gehen hier. Zumindest ist hier kein Gras. Das sieht doch aus wie so ein... Was ist denn hier schon wieder los? Hier, Sportsfreund. Erklär mal, was hast du hier schon wieder gemacht? Der haut mich mit der fetten Hehlbarde oder was? Ja, hau doch ab, du. Was bist du denn für einer? Ich glaube, es geht los. Blocken wir mal deinen Schlag. Zack. Ja, hier, weißt du was? Jetzt zeige ich dir mal, was ich hier alle noch drauf habe. Hier ist ja unglaublich. Jetzt habe ich diese blöde Torch in die Hand genommen. Ich werde euch umbringen. So, und nu? Hä? Was machst du jetzt? Oh, warum ist denn der so stark, der Plünderer? Was, genug, das reicht. Du kommst doch immer wieder zu mir. Damit mich mal zu hauen. Hier, Mensch. Hör auf damit. Ah. Blöder Sack, du. Ich mach dich zuerst fertig. Oder auch nicht. Jetzt habe ich doch ein bisschen Angst. Ich nehme hier mal einen kräftigen. So.
Genug! Ja, du siehst doch ganz schön scheiße aus. Bitte! Was? Gnade? Wie soll ich denn hier Gnade walten lassen? Also die sind heute irgendwie alle ein bisschen doof. Weiß nicht warum, aber die sind alle doof. Achso, der hat einen Sturmmantelbrustpanzer, aber ein kaiserlicher Bogen, kaiserliche Stiefel. Ja, du bist einfach nur ein dummer Plünderer gewesen. Hier, wir nehmen jetzt mal so einen blauen Umhang mit. Den wollte ich ja eh haben. Habe ich ja im letzten Part, glaube ich, schon gesagt, ne? Eine Torch. Die anderen sind alle leer geplündert. Ist ja hart. Aber der hat die doch nicht gekillt, oder? Der wird die doch nicht alleine platt gemacht haben. Das hätte mich jetzt gewundert, wenn der Plünderer so stark wäre. Na, wahrscheinlich haben sich hier die Sturmmäntel und die Kaiserlichen gegenseitig vernichtet und der Plünderer kam dann als der lachende Dritte dazu. Ja, so kann ich es mir gut vorstellen. Aber gut, Artax. Artax. Wo bist du? Da unten ist er. Du warst gar nicht so weit weg, ne? Ja, super. Du hast es halt drauf. Du weißt, wie es geht. So. Wir halten uns hier an dem Trampelpfad entlang. Hier lang. Ah, sieht doch gut aus. Hier ist eine Brücke. Das sieht doch nach Weg aus, oder? Ein wunderschöner Bach. Und da oben, da müsste doch jetzt langsam diese Festung sein, oder? So, hallo. Wo geht's denn hier bitte weiter? Hexenfelsenschanze. Sehr gut. Da wollten wir noch hin. Oh, Artax, klappt das hier? Naja, wir haben ja heimlich Treppensteigen geübt, ne? Das müsste eigentlich hinbekommen. Wenn wir hier so am Rand lang gehen, hier ist ja noch ein bisschen Boden, so. So, das schaffen wir schon. Ich ziehe vielleicht mal mein Schwert. Kann man sich ein bisschen schöner umgucken, finde ich. Aber nicht mehr zoomen. Sieht aber so aus, als wäre das bewohnt, ne? Weil die Fackeln sind ja an. Aber da müssen wir rein. Alles klar. Gut, wir haben es erreicht. Dann gehen wir da noch schnell rein. Vielleicht ist das ja auch eine recht kleine Höhle und... Oh, warum bin ich denn so blutverschmiert? Guckt euch das mal an, wie... Alter Schwede. Aua. Ich wurde gerade beschossen, gell? Blöder Drecksack. Da oben ist noch einer. Noch ein Bogenschütze. Oh, kritisch. Zack! Herrlich. Oh, da ist noch einer. Ich glaube, der weiß nicht, wo ich bin. Vielleicht geht er auch kritisch. Schade. Ja, fast. Die heilt sich. Gibt's ja nicht. Hier sind noch mehr. Hallo.
Deutsch, ich mache euch alle fertig. Jetzt sind die Punkte weg. Jetzt bin ich natürlich in so eine Lärmfalle gerannt, ich Depp. Da oben. Seht ihr noch was? Nee, ne? Ich meine, da drüben war zwar noch ein Punkt. Aber sehen tue ich beim besten Willen niemanden mehr. Verdammten Banditen hier immer. Gibt's doch gar nicht. Ja, dann gucken wir nochmal schnell. Vielleicht können wir hier irgendwas Tolles looten. Oh. Oh. Gibt's hier überhaupt nichts? Doch, hier. Mm, lecker, lecker. So einen grünen Waldmeistertrank. Oh, oh, oh. Hier auch noch einen Wundertrunk des Volltreffers. Dankeschön. Herstellen wir mal nichts. Verbessern. Ich habe eigentlich nichts dabei, ne? Oh, doch, hier, schaut mal, orkischer Helm. Machen wir. Zack. Zack. Hab ich ein Falmerschild einstecken? Ich hab doch kein Falmerschild einstecken, oder doch? Was ist hier los? Tatsächlich. Weg damit, oder? Zack. Unglaublich. So. Ja, so wie es aussieht, können wir hier überall rein. Obwohl, da drüben nicht. Da drüben darf ich nicht rein. Hallo? Nee, irgendwie zeigt mir der Pfeil da nichts an. Gar nicht richtig da. Ich muss noch ein Stück weiter hoch. Nun gut, dann werden wir das einmal tun. Schleiche beabsichtigt. Ist da jemand? Ah, siehst du? Troll. Die haben einen Troll. Steh auf! Oh mein Gott. Kämpft er jetzt für die, oder? Ach, verschwinde. Ach du Scheiße, was hab ich denn hier schon? Oh, wo müssen wir? Donner, was? Dornenherz der Abgeschworenen? Oh, hau ab! Hau ab! Oh, du. Da kommt tatsächlich ein Ork, sage ich schon. Ein Troll. So, du bist schon mal tot. Du auch. Nein!
in Stücke. Ach komm schon, du willst mich doch gar nicht töten. Ach komm. Ach, verdammter Troll. Ihr seid einfach zu dumm. Wenn jetzt einfach weggehen müssen, dann wäre jetzt nichts passiert, wie immer. Aber nein. Ja, willst du mich nochmal hauen? Komm, wir schlachten dich nieder. Oh, der war... Nice, ne? So, dann looten wir den Knecht hier gerade nochmal. Und hier zeigt mir der Questgeber schon wieder an, ich kann reingehen. Warum können wir denn dann die andere Tür? Also da können wir auch reingehen, aber steigert die Magieresistenz um 20%. Ich glaube, mein Umhang macht aber meinen Bogen stärker, richtig? Gucke ich vielleicht nochmal schnell nach. Oh, die Zeit ist ja schon wieder um. Ach Gott. Wie schnell das immer geht. Wo ist mein Umhang? Cloak. Ne, ich hab den roten an. Ne, siehst du, mein Umhang kann gar nichts. Doch der hier. Bögen bewirken höheren Schaden. Warum nehme ich denn nicht den? So. Ja, looten wir vielleicht nochmal schnell. Die sind schon doof, die Abgeschworenen, oder? Haben wir denen nicht in Markart geholfen? Warum? Oh, das Blut sieht richtig gut aus. Warum greifen die mich denn hier an? Haben die da keine Nachrichtenübermittler, dass die Bescheid wissen? Hier, der Ugluk. Der Ugluk, der ist cool. Den kennen wir schon. Der hat uns geholfen, wenn Mark hat. Oh, hier noch mehr Trank. Oh, hier noch einer. Juhu. Eine Adept-Kiste, die nehme ich auch noch schnell mit. Ach, komm schon. Hier bestimmt. Dann hier. Nee, hier. Ha. 11 Gold. Na super. Oh, hier noch mehr. Danke, danke. Da hängt Knoblauch drin. Ja, ich gehe jetzt nochmal da die Treppen hoch und da vor der Tür. Da werde ich dann, ausloggen. Und da müssen wir leider im nächsten Part erst weitermachen. Es tut mir wirklich leid, aber die Zeit ist schon wieder rum. Und ich bin ja ein bisschen rumgetrödelt da bei den Orks, okay, aber... Oh, hier geht's rein. Okay. Seht ihr? Aber hier führt mich... Ich guck jetzt hier nochmal schnell rein. Warum führt mich die Quest denn nicht hier rein, aber in die anderen Türen? Das muss doch hier irgendwas Abgeschlossenes sein. Ist da jemand? Der ist böse. Oh, okay, dann gehen wir erstmal wieder raus. Ob der mir jetzt hinterherkommt? Das wäre mal interessant. Naja, wir gehen hier hoch. Ist aber blutig. Ist das das Sanitätszelt? Ne, ein Waldelf. Die haben einen Waldelf im Wald aufgeschnappt und gekillt. Die Schweine. Essenz der Tarnung. Na, alles ganz nett. Aber nicht für mich. So, hier oben können wir jetzt wahrscheinlich auslocken. Jetzt habe ich natürlich wieder keinen schönen Schlafplatz. Totenkrähenfelsen entdeckt. Jetzt sind wir oben. Jetzt haben wir den Platz erreicht, den wir erreichen wollten. Wenn ich da drüben jetzt gucke, komme ich nicht mehr zurück. Ja. Ich glaube, da ist einer auf dem Turm, oder? Naja, wir gehen mal schnell rein, in der Hoffnung, da ist jetzt keiner. Ja stimmt, das Ding hat einen anderen Namen. Also müssen wir mal gucken, dass wir dann vielleicht auch nachher nochmal den anderen Weg nehmen. Schneebären. Ich dachte, ich hätte etwas gehört.
Entschuldigung. Entschuldigung, ich wollte das gar nicht. Ich war nur schneller wie du. Veredelter Malachit. Stirbt das Ziel innerhalb von 10 Sekunden, füllt es einen Seelenstein. Schön. Nehme ich aber nicht mit. Nummer 3 Gold. Oh, ich kann schon wieder nicht aufhören, ich merk's. Oh mein Gott. Also dann gucken wir jetzt nochmal schnell hier. Knackiges Ärschchen. So, zap, zap. Ich glaube, das ist jetzt mein Platz, wo ich auslogge. Der gefällt mir hier. Also gut, hier gibt es jetzt zwar kein Bett, aber hier kann man sich mal einen Moment hinsetzen und ausruhen. Und ich denke, dass man hier auch nicht in der Falle sitzt, oder? Glaub nicht. Also, Leute, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Im nächsten Part geht's dann hier weiter. Wir suchen Merunes Knauf, Klinge, was auch immer. Und ich denke, das packen wir dann auch im nächsten Part, dass wir dann endlich mal ein Stück weitergehen können. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Schreibt mir einen Comment, wie es euch gefallen hat. Schreibt mir, was man noch machen kann, wo ich hingehen sollte. Oder... keine Ahnung, schreibt mir irgendwas, worauf ihr Lust habt. Ich würde mich sehr freuen, ich beantworte das alles auch. Und ja, nun ist aber Schluss. Bye bye, euer Längster. Schönen Sonntag noch, falls ihr das heute schaut. Ne? Also, ciao, ciao.